Genau, also heute geht es darum, OpenStreetMap-Daten in Echtzeit zu analysieren oder so ein bisschen zu zeigen, wie wir das machen. Das Coole an OpenStreetMap ist ja vor allen Dingen, dass die sich dauernd ändern. Also es ist ja eigentlich das Geniale, dass eigentlich jede Minute, jede Sekunde sich in OpenStreetMap was ändert. Das schafft natürlich aber auch Herausforderungen, wenn ich diese Daten analysieren möchte. Ich muss ja irgendwie immer up-to-date bleiben. Und entweder kann ich das irgendwie schaffen für einfache Analysen oder ich mache irgendwie alle x Wochen, x Tage mal so einen Dump und habe dann wieder einen aktuellen Datenstand. Unser Ziel war jetzt hier wirklich so nah es irgendwie geht, an dieses Minütliche ranzukommen, um trotzdem komplexe Analysen zu machen. Also, genau, das kennt ihr. Und dafür haben wir ein Dashboard quasi erstellt, das heißt Awesome Now Stats. Da kann man jetzt so coole Sachen machen wie, also man gibt einen Hashtag ein, der irgendwie für einen Change-Set-Comment in OpenStreetMap genutzt wird und kann danach irgendwie suchen. Man kann jetzt so eine Time-Range irgendwie festlegen. Also wenn man will, bis zu 21. April 2009, der Tag, wo Change-Sets in OpenStreetMap eingeführt wurden, wo man in so einen Comment dranhauen konnte. Und man sieht es noch Ganze irgendwie per Country und genau in einer beliebigen zeitlichen Resolution. Und ich zeige euch das mal in echt. Da haben wir es nämlich hier, also so sieht es aus, ne? Ihr habt so diese Seite, ihr könnt jetzt hier irgendwie einen Hashtag eingeben. Das Coole ist, man kann auch sogar suchen. Also wenn wir jetzt mal hier irgendwie, keine Ahnung, machen wir irgendwie Use Mappers. Upsi. Dann kann man so eine Time Range angeben, sage ich mal, okay, ganze, alle Zeit OpenStreetMap. Und dann wird es berechnet. Und es geht relativ zackig. Ja, also das Coole ist quasi, alle Informationen, die wir für diese Sachen brauchen, packen wir eigentlich schon an die OpenStreetMap-Daten ran, währenddessen wir sie prozessieren. Also sozusagen, welches Country jetzt wie viele Edits hat, machen wir nicht erst, wenn wir die Anfrage senden, sondern wir haben es im Vorhinein quasi schon an die Daten rangejoint. Oder die Informationen, welcher Hashtag, ist ja in OpenStreetMap was du eigentlich nur vom Change-Set bekommst und nicht an den OSM-Daten selbst hast, das joinen wir auch schon vorher ran. Und dann zeige ich euch noch eine Slide, oder na, ich zeige euch noch ein cooles Feature. Es gibt einen Live-View, wenn ihr Mappathons macht, wir haben den nächsten Lightning-Talk über Mappathons, dann nutzt es, wenn ihr einen eigenen Hashtag habt, dann könnt ihr den Hashtag eingeben und dann geht ihr auf Date and Time Range letzte 3 Stunden. Und dann erscheint da dieses, was jetzt so ein Stoppzeichen ist, kann man so einen Play-Button drücken und dann aktualisieren sich diese Statistiken so alle paar Sekunden, seht ihr, wird diese Sache irgendwie neu laden. Und das ist irgendwie für so einen Mappathon eigentlich ganz geil, weil dann kann man das vorne auf den Screen irgendwie packen und dann aktualisiert sich das kontinuierlich und ihr seht quasi, wie viele Gebäude ihr mappt oder wie viele andere Sachen ihr mappt. Eigentlich ganz, ganz witzig. Genau. So, und jetzt ganz kurz zur Technik. Also wir fangen an irgendwie, klar, Standard OpenStreetMap mit dem OpenStreetMap Planet Server, diese Minutely Replication Files, wo ich einmal die Änderungen in OSM kriege minütlich, aber auch die Change-Sets minütlich. Die packen wir in so eine Streaming-Pipeline, was hier mit dieser Awesome Now-Box so ummalt ist. Das ist mit Kafka-Topics, wo dann zwischendrin irgendwie immer diese Computation-Jobs irgendwie sind. Das ist zum Teil mit Flink umgesetzt, so ein Stream-Processing-Framework. Und am Ende kommt es in eine ClickHouse-Datenbank, wo du irgendwie schnell die Abfragen machen kannst und es im Dashboard anzuzeigen. Und das war die Zeit, die ich hatte? Okay, naja, viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht. Nur vielleicht zu sagen, dass ich das natürlich nicht irgendwie alleine mache, sondern genau, wir am HiGet da irgendwie ein ganzes Team haben, die sich mit OpenStreetMap-Datenanalysen befassen. Das sind ein paar von denen, genau, und ich habe das heute nur vorgestellt. Super. Vielen Dank, Benny.